Dies ist die Atmosphäre der Erde. Sie besteht zu 78% aus Stickstoff und zu 21% aus Sauerstoff. Sauerstoff und Stickstoff sind bereits 99% der Atmosphäre. Argon, Dämpfe und Spurengase machen 0,93% aus. Nur 4000 von 10 Millionen Molekülen sind CO2 in der Atmosphäre. Nur 120 dieser CO2-Moleküle sind menschengemacht. Und von diesen 120 CO2-Molekülen stammen 3 aus Deutschland. 3 Gasmoleküle von 10 Millionen Gasmolekülen sind CO2 aus Deutschland. 3 Gasmoleküle von 10 Millionen Gasmolekülen sind CO2 aus Deutschland. 3 Gasmoleküle von 10 Millionen Gasmolekülen sind CO2 aus Deutschland. Die erste gute Nachricht daran ist, dass CO2 nur wenig zum Erdklima beiträgt, was uns die CO2-Aufzeichnungen der Geologen über hunderttausende Jahre auch bestätigen. Die zweite gute Nachricht ist, Deutschland kann sich in Sachen CO2 völlig aus dem Spiel nehmen und zurücklehnen. Weder im Guten noch im Schlechten können wir das CO2 in der Atmosphäre beeinflussen. Wenn die Atmosphäre so hoch wie der Eiffelturm wäre, also 324 Meter, dann wäre Stickstoff ca. 253 Meter hoch, in etwa so hoch wie der Messeturm in Frankfurt. Sauerstoff wäre dann 68 Meter hoch, vergleichbar mit der Spitze der Thomaskirche in Leipzig. Argon und der Rest wären 3 Meter hoch, in etwa so hoch wie das Goethe-Schiller-Denkmal in Weimar. CO2 wäre so hoch wie eine Kaffeetasse, ca. 13 cm. Und der deutsche CO2-Anteil wäre so hoch wie ein Blatt Papier. Nein, nicht in der Länge, nicht in der Breite, die Dicke des Papiers ist gemeint, 0,1 mm. Der deutsche CO2-Beitrag zur Atmosphäre ist so viel wie ein Blatt Papier im Vergleich zum Eiffelturm.